wäre für mich genauso zu den Kandidaten. Mhm. Ähnlich wie Williams. So, aber halt noch nicht mit komplett offenen Karten spielen. Hm? Gut, bei Williams. Moment, wer war das? Wer ist auf Ferrari zurückgegangen? War es Williams, ne? Ich glaube, ja. Ja. Die mussten ja die Ferrari-Motoren wieder nehmen. Mhm. Die haben ja von Mercedes keine Motoren mehr bekommen. Mhm. Warum bloß? Mhm. Ja, Entschuldigung, nach letzter Saison war mir das fast klar. So. Mhm. Williams war Mercedes zu nah dran. Mhm. Entschuldigung, ist einfach Fakt gewesen. Durch die Regeländerung wollte Mercedes ja nicht von Williams noch gefressen werden, weil die vielleicht ein besseres Auto bauen. Hm. Deswegen nicht mehr Mercedes-Motoren. Hm. Ja. Und da hat Williams halt einen riesen Nachteil, weil die dürfen nur die 216er Variante, glaube ich, fahren. Okay. Von den Ferrari-Motoren, die dürfen nicht die 217er fahren. Hm. Zumindest erstmal am Anfang nicht. Also, was dann in der Saison passiert. Aber soweit ich weiß, dürfen die erstmal nur die 216er Variante fahren. Okay. Hallo? Was? Steckst du fest oder was? Ja. Ging gerade noch und dann. Und Renault und Honda sind ja. Mhm. Also Honda halte ich mal wieder nicht für konkurrenzfähig, so leid es mir für Honda tut. Muss ich leider ehrlich sagen, also dafür hat Alonso viel zu viel Testkilometer verpasst, als dass man das Auto richtig weiterentwickeln könnte. Mhm. Das muss man ganz fair dazu sagen. Was aber wieder eher an technischen Gebrechen des Honda-Motor lag. Und was echt bitter ist, also. Der war letztes Jahr, obwohl er viel zu wenig Power hatte, schon unzuverlässig, ne? Okay. Wenn jetzt dieses Jahr mehr Power hat und noch unzuverlässiger wird, ist halt einfach nur schade, weil ich weiß, wie gut Honda früher war, in den 80ern und Anfang der 90er noch. Mhm. Als Motorenhersteller. Und auch nicht nur da, auch in anderen Rennserien. Waren die Honda Turbos eigentlich immer das Nonplusultra. Also das ist ja das Traurige daran eigentlich. Ja, und Red Bull ist halt gerade wegen Renault eigentlich die große Unbekannte. Eben. Ja, Renault hat ja teilweise auch, also das Renault-Werksteam hat ja teilweise auch wohl ordentlich Gebrechen gehabt. Hast du jetzt gerade einen Traktor in Betrieb? Ja. Okay. Ah, okay. Das ist zumindest das, was ich aus den Tests mitbekommen habe, dass Renault... Der hängt hier oben auf dem Berg fest. Ich weiß, ich wollte den gerade runterschieben. Ja. Ich wollte es so gesagt haben, weil ich wollte mal eben schnell ein bisschen was verschicken. Also wie gesagt, ich glaube, Renault hat, also das Renault-Werksteam selber hat wohl auch einiges Theater gehabt. Ja. Während den Tests, Red Bull blieb relativ wohl davon verschont. Da ist dann auch die Frage, wer fährt wieder welche Ausbaustufe. Mhm. Des Motors halt, das ist... So ganz lässt sich da ja auch ein Motorenhersteller nie reingucken und... Eben. Ich glaube auch zumindest Renault will nicht, dass das Red Bull-Team unbedingt großartig viel stärker ist als das eigene Renault-Team. Mhm. Kann ich mir kaum vorstellen. Also denke ich mal, dass... Red Bull auch eine ältere Ausbaustufe fährt als Renault selbst. Mhm. Wahrscheinlich auch daher die Probleme, die Red Bull dann nicht hatte. Also daran sieht man es ja auch ganz schnell. Mhm. Aber ich gerade bei Red Bull, weil man den Adrian Newey ja gut kennt, also ich sag mal, der war immer schon für gute Kniffe, was Aerodynamik angeht und so weiter, immer gut. Mhm. Sonst wäre Vettel ja nie viermal Weltmeister geworden, also davon ganz ab. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum hier Red Bull nicht hier eigene Motoren entwickelt. Dann. Mhm. Das ist genug Knete haben sie ja eigentlich dazu. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Das ist genau der Hauptgrund. Man wollte ja eigentlich VW oder Audi mit
ins Boot holen. Nur VW und Audi haben ja vor zwei Jahren beide abgewunken. Also das heißt, der Motor hat VW oder Audi gehießen. Jetzt quasi im Grunddings und Red Bull hätte auch das meiste wahrscheinlich für die Motorenentwicklung reingesteckt. Das muss man aber fairerweise dazu sagen. Die beiden haben aber abgewunken und für Red Bull kam auch kein anderer Partner in Frage mehr. Weil man muss auch sehen, Red Bull sponsert KTM. KTM baut, glaube ich, in den X-Bow Audi-Motoren ein. Und Red Bull hat auch VW während der Rallye-WM gesponsert, als sie da noch aktiv waren. Letztes Jahr auch hat VW auch das Rallye-Engagement komplett an den Nagel gegangen. Das muss man auch fairerweise dazu wissen. Und deswegen war Red Bull zu der Zeit zumindest auch immer sehr VW-nah zumindest. Red Bull hat ja auch sponsert ja auch seit Ewigkeiten den Extrem in der DTM. Also das muss man ja auch dazu wissen. Ist ja halt auch seit Ewigkeiten Audi-Fahrer. Ich glaube, das haben die für wen anders gefahren. Der Ecki. Das wüsste ich jetzt aus dem Kopf jetzt so nicht. Also ich bin mir todsicher, dass der eigentlich hier. Seitdem der DTM fährt, nur für Audi gefahren ist und seitdem der auch fast DTM fährt, fährt er nur mit Red Bull Werbung. Da hat Red Bull aber auch in was DTM zumindest angeht umgedacht. Die sponsern ja mittlerweile auch einen BMW-Fahrer. Vielleicht in der Hoffnung, dass BMW vielleicht wieder in die Formel 1 geht. Da weiß man aber auch immer nicht, was da wirklich an Gesprächen im Hintergrund läuft. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Weil das Red Bull an sich keinen Bock mehr auf den Renault-Motor hat, das weiß man ja schon seit langem. Der war ja schon als Viertelfirma Weltmeister, wurde eigentlich der schwächste Motor. War allerdings, und deswegen hat Vettel überhaupt für meinen Weltmeisterschaftstitel errungen, der fahrbarste von allen Motoren in der Formel 1. Das war der Riesenunterschied, das war der fahrbarste Motor. Das heißt, er hatte die beste Leistungsentwicklung aus dem unteren Drehzahlbereich oder wenn er aus der Kurve raus beschleunigt hat. Du musstest dir quasi keinen Kopf machen, deswegen sind die Renaults auch damals fast wie auf Schienen gefahren. Also zumindest die Red Bulls, dem Renault-Motoren. Weil die Aerodynamik und der Motor perfekt zusammenpassten. Nur jetzt durch die ganzen Regeländerungen hat Renault da ordentlich an viel zu viel an dem, was wir mal Konkurrenz davor hatten, haben sie ordentlich am Mercedes verloren. Ich würde auch dieses Jahr darauf wetten, dass der Mercedes-Motor der beste und der fahrbarste ist. Von der reinen Power her kann man nicht wirklich sagen, aber vom Fahrbaren her würde ich den Mercedes-Motor auf jeden Fall vor dem Ferrari-Motor einordnen wollen. Und danach kommt dann quasi Renault und Honda. Viel mehr hast du ja gar nicht mehr. Oder musste irgendeiner zwangsweise auf die alten Cosworth-Motoren zurückgehen? Ich glaube aber nicht. Die gab es ja vor zwei Jahren noch, dass nur irgendeiner mit Cosworth gefahren ist. Die haben auch mal richtig gute Motoren gebaut, das vergessen auch ganz viele Leute. Ja, aber das Problem an diesen Motoren ist, die sind nicht so ganz zuverlässig mit den Turbos. Seitdem die Turbos eingeführt wurden, sind die Cosworth-Dinger, naja. Cosworth war auch wirklich super, als die Saugmotoren-Zeit noch immer war. Ja, eben, wegen ja. Aber danach
Deswegen bauen die jetzt auch nichts mehr für die Formel 1. Mhm. Ich glaube, in der WEC siehst du noch ein paar LMP2-Teams, die mit Crossovers fahren, aber das war's dann auch. Mhm. Ja, weil da hast du genau das Problem. Also eigentlich in der LMP2 ist Nissan mittlerweile so der Platzhirsch. Audi hat ja jetzt in der LMP1 sogar aufgehört. Mhm. Deswegen hatte man da erst gemunkelt, ob die nicht vielleicht doch in die Formel 1 gehen wollen. Weil sie in LMP1 aufgehört haben. Mhm. Okay. Ja, da war echt lange das Gerücht, weil das letztes Jahr schon feststand, dass Audi wohl in der WEC mit der LMP1 aufhört. Mhm. Dann wie oft hat Audi Le Mans gewonnen? 15 Mal, 16 Mal, wie war es jetzt? Und zwar der Gesamtsieg ist ja auch schon abartig gewesen. Allein Tom Christensen hat, glaube ich, 8-mal Le Mans mit Audi gewonnen. Also das ist, sagt einiges. Mhm. Und hätte man echt überlegt, ob oder hat man ja erst gemunkelt, dass die vielleicht doch in die Formel 1 gehen, weil es vom Kostenaufwand her ungefähr das gleiche ist. Mhm. Und du halt nur noch den Motor hast. Mhm. Und nicht mehr auch noch. Audi hat ja damals auch noch die Autos ja komplett gebaut für die LMP1. Mhm. Ist ja vom Kostenaufwand nochmal viel, viel extremer. Mhm. Porsche bleibt wohl, wobei ich mir auch noch nicht ganz sicher bin. Mhm. Aufgrund der Gesamtsituation des VW-Konzerns. Ja, es war sowieso witzig, dass Audi und Porsche sich gegeneinander gebattelt haben in Le Mans, ne? Also das war eigentlich schon ein Witz. Und zwar beide in der LMP1, das war ja auch schon echt lustig. Mhm. Weil im Endeffekt ein Konzern. Mhm. Ja, eigentlich wäre schon. Schon ein bisschen blöd. Ist das mal so, ist ja genau das gleiche wie mit Saturn und Mediamarkt. Die gehören auch einem Konzern, aber die betteln sich trotzdem gegenseitig. Ja, ja. Damit es den Konsumenten nicht auffällt. Mhm. Aus keinem anderen Grund tun sie das. Ich weiß. Ja, bei Audi und bei Porsche war es definitiv so, dass keine Technologie untereinander ausgetauscht wurde, was den Rennsport angeht. Mhm. Und das ist natürlich dann schon für einen Konzern extremst teuer, ne? Klar. Aber man muss auch dazu geben, man muss auch wirklich dazu sagen, dass es halt, wenn es sich lohnt, wenn sich beide Teams derartig reinhängen, ja, das muss sich natürlich auch für den Konzern lohnen, keine Frage. Und das tut es ja offenbar auch. Hat sich allein in dem Fall gelohnt, guck dir den einen Porsche an, der im Endeffekt auf dem LMP1 basiert, den du kaufen kannst. Hm. Der auch mit Hybridtechnik läuft. Mhm. Alleine dafür hat es sich für den VW-Konzern gelohnt. Das Audi und Porsche. Ja. Audi hat es ja extrem auf die Diesel-Hybridtechnik. Und jetzt weißt du auch den Grund, warum die das genau so und nicht anders gemacht haben. Und Porsche war ja Benziner-Hybridtechnik. Mhm. Also, ja. Das muss man ja fairerweise wirklich dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, jetzt weißt du auch, warum die das genau so und nicht anders gemacht haben. Sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Also die LMP1, was die WEC angeht, die ist ja in den letzten Jahren echt extrem langweilig geworden. Wenn jetzt Audi auch noch aufhört und kein neuer dazukommt, ich weiß gar nicht, ob Toyota aufgehört hat, weil die hatten auch damit spekuliert aufzuhören. Mhm. Ich hoffe, sie haben es nicht gemacht, weil ansonsten sind es nur Privatteams. Mhm. Und das wäre auch total lächerlich dann. Mhm. Und das Porsche und Privatteam, ist klar, wer gewinnt. Mhm. Entschuldigung, ist so. Ja. Wie sieht's aus? Ist die Lage fertig? Gleich, sagt er da, gleich. Ja, ich muss ja noch ordentlich, ich muss ja ordentlich zusammenschieben. Mhm. Das Schild kann nur mal nur eine bestimmte Masse schieben.